Hi Leute, ich bin wieder in Starfield unterwegs, heute aber nicht im Stream, sondern in einer Aufzeichnung. Ich habe gelesen, dass einige Leute sich beschweren, weil kein DLSS enthalten ist und angeblich Performance-Probleme haben. Also ich habe hier, wenn ich mal die Einstellungen gehe, Anzeige, also ich habe 4K eingestellt und Vollbild ohne Rahmen. Dann habe ich hier alles auf Max, so hoch wie es halt geht. Das Upscaling habe ich aus. Und ja, ansonsten alles halt so hoch wie es geht. Und wie ihr hier von den oder an den Stats von Afterburner seht, habe ich eigentlich durchgehend. Wie kann ich dir helfen? Fast immer 60 FPS. Und ich finde, das ist doch voll okay. Also, die Grafik ist gut. Ich weiß nicht, was die Leute haben. Die Specs von meinem PC sind in der Videobeschreibung. Könnt ihr ja mal gucken. Ansonsten, meine gut. Viel zu tun hat der PC ja eigentlich auch nicht, ne? Weil es sind ja immer nur kleine Instanzen, in denen man sich bewegt. Es ist ja jetzt nicht die Open World wie bei Star Citizen, wo der Server quasi für 50 oder mehr Leute permanent die ganze Welt berechnen muss, sondern hier ist immer nur für eine Person eine kleine Instanz geladen. Und ja, warum soll das nicht zügig laufen? Das ist ja jetzt kein Akt, ne? Das ist ein Offline-Spiel und das muss ja zu machen sein. Ja, die Grafikkarte macht jetzt gerade 100% Auslastung, also 98%. Das ist schon ordentlich, okay. CPU 52, ja. Die Grafikkarte zieht sich gerade so 350 Watt rein, das ist auch okay. Ich habe die Karte im Afterburner. Ich kann das mal eben zeigen. Ich habe die im Afterburner gedrosselt, damit die nicht so viel Strom verbraucht. Hier habe ich das Power Limit auf 70 gestellt, damit die nicht so viel Strom zieht. Ich kann die mal hochfahren. Ich habe ein 1600 Watt Netzteil, also daran liegt es nicht. Und wenn wir jetzt wieder in das Spiel reingehen. Ja gut, jetzt zieht es ja auch nicht so viel mehr Watt, eigentlich gar nicht. Immer noch 348, 350. Okay, das macht jetzt bei diesem Spiel gar nichts. Bei Star Citizen macht es schon einen Unterschied. Man hat bei Star Citizen schon ein paar FPS mehr, wenn die Grafikkarte auf voller Leistung läuft. Aber das ist jetzt auch nicht so viel. Da geht es wirklich um, was weiß ich, 5 FPS oder so. Also es... Star Citizen ist aber auch ein sehr ressourcenhungriges System. Im Gegensatz, Spiel meine ich, im Gegensatz zu Starfield. Okay. Wenn ich schon einmal hier bin, kann ich ja auch mal so ein bisschen Atlantis zeigen. Für die Leute, die Lust haben, sich Atlantis anzuschauen. Also hier ist die Loge. Du kannst ja quasi, wenn du keine Lust hast, aus dem Weltraum direkt hier hinspringen, sage ich mal, wenn du bei Atlantis ankommst, bei Jemison ankommst, bei dem Planet Jemison ankommst, dann kannst du direkt aus dem Weltall hier hinspringen, kannst ja diese ganzen Ladescreens, Landesszene, bla bla sparen und stehst dann hier vor der Tür, gehst rein bis in eine Loge. Es gibt aber auch Leute, die wollen nicht diese ganzen Sequenzen skippen. Die wollen einfach, ja, wie soll ich sagen, was vom Spiel sehen. Unter anderem auch Atlantis sehen. Ich weiß nicht, ob in Atlantis immer Nacht ist. Immer wenn ich hier war, ist Nacht. Was lustig ist, du kannst auf den Bäumen laufen. Also die Bäume sind wie Dächer. Du fällst da nicht durch, du kannst da einfach drauf rumlaufen. Ist mir durch Zufall aufgefallen, sorry.
Ja, schauen wir uns doch mal Atlantis ein bisschen an. Also hier läuft auch überall Security rum. Ihr könnt hier die Waffe ziehen und könnt diesen Typen zum Beispiel erledigen. Dann werden natürlich andere Security-Einheiten aktiv und sind ziemlich sauer auf euch. Aber theoretisch würde es gehen. Ihr könnt hier einfach sagen, Waffe ziehen und dann machst du den Typ kalt. Aber so sind wir ja nicht. Ich wollte es nur am Rande erwähnen. So, wenn du deinen Scanner öffnest mit der Taste F am PC, dann kannst du sehen, da ist der Geschäftsdistrikt. Was haben wir noch? New Atlantis, da ist quasi der Mittelpunkt der Stadt. Dann haben wir das Raumschiff, die Frontier. Hier ist der Mess-District. Da gibt es einen interessanten Zugang zur Unterwelt. Du kannst aber auch aus der Nähe vom Spaceport, glaube ich, dahin. Was haben wir? Da ist die Loge. So sieht das Logo aus. Und hier hinten haben wir noch Unbekannt. Da gibt es sogar noch was Unbekanntes. In 1 Kilometer Entfernung. Wenn du jetzt keine Lust hast, dahin zu laufen, dann gehst du einfach da. Wie war das? Da kannst du jetzt gar keine Schnellreise hinmachen, sehe ich gerade. Hier geht Schnellreise, weil das unbekannt ist, geht das nicht. Oder wir sind zu weit weg. Normalerweise könntest du jetzt eine Schnellreise machen. Wir scannen das mal. Gebäude. Was auch lustig ist, da unten steht jetzt Oberflächenkarte. Wenn du denkst, da kommt eine Minimap von der Stadt, Fehlanzeige. Okay, also der Scanner ist immer nützlich. Zum Beispiel da ist Blei. Ey, du könntest jetzt hier den Cutter rausholen und hier Blei abbauen. Habe ich den Cutter denn bei? Gehen wir mal ins Inventar. Jo, ich habe den Cutter gar nicht dabei. Na gut. Also du könntest jetzt hier Blei abbauen. Du kannst auch hier... Hier sind übrigens nochmal so ein kleiner Wegweiser zur Loge, weil da ist ja die Mission. Du kannst auch hier querbeet laufen, also du musst dich nicht an die Wege halten. Du kannst da über einen Zaun klettern, also das ist alles kein Problem. Wie gesagt, du kannst auf den Bäumen laufen. Bei meiner Gesundheit, da fehlt ja jetzt so ein ganz kleines bisschen. Du kannst hier ins Krankenhaus gehen sozusagen. Im Unterdeck fällt ständig der Strom aus. Aha. Das Mast hat endlich jemanden geschickt, aber es hat nicht geholfen. Das finde ich auch cool, im Gegensatz zu Star Citizen, dass die NPCs hier alle was zu erzählen haben. So schlecht geht es mir gar nicht. Du gehst zu diesem Arzttermin. Punkt. Ein andermal. Ich muss noch einen Bericht schreiben. Dein Boss meinte auch, dass deine Gesundheit Vorrang hat. Ich weiß, dass es hart ist, aber je früher sie es entdecken, desto besser. Du hast ja recht. Das weiß ich auch. Ich wünschte nur, wir müssten nicht so lange warten. Man muss auf die medizinische Wissenschaft vertrauen. Ja, jeder hat hier seine Geschichte. Hier kannst du auch einfach einen leeren Becher einstecken. Aha, willkommen bei Reliant Medical. Wir können bei nahezu allen Wunden und Krankheiten helfen. Das finde ich gut. Willkommen bei Reliant. Wenn du medizinische Hilfe oder Medikamente benötigst, können wir dir sicher helfen. Medizinisches Material, du hast sicher viele Patienten, erzähl mir was. Also, was führt dich zu mir? Ach, das ist mir alles nicht neu. Lässt sich problemlos behandeln.
Oh, 400 Credits. Ich bin hier, falls du doch noch was brauchst. Ich würde sagen... Ich hoffe, du bleibst gesund. Das hoffe ich auch. Überleg mal, für so einen kleinen Bereich, der da hinten fehlt, 400 Credits, das ist teuer. Da schlafe ich lieber mal drüber, eine Stunde, dann ist das weg. Das weißt du nicht von mir, aber die Ekliptik-Söldner arbeiten manchmal für die Fraktionen. Freestar Collective und UC. Deswegen macht auch jeder einen großen Bogen um sie. Diese mordlustigen Arschlöcher sollte man zu Sternstaub verarbeiten. Okay, also man erfährt hier ganz nebenbei Sachen von der Story. Oder sag ich mal von neben der Story, die man, wenn man jetzt hier durch ewige Schnellreise unterwegs ist, gar nicht herausfinden würde oder mitbekommen würde. So, hier kann man sich ein Outfit verpassen, wenn man nicht die ganze Zeit in diesem Anzug rumlaufen will. Ich gebe für sowas aber kein Geld aus. Ich laufe dann lieber in dem Anzug. Ich habe auch noch gar nicht so viel Geld. Sieht man irgendwo das Geld, was man hat? Da unten Credits. 15.000 Credits. Das ist nicht so viel. Mein Problem ist, ich verbrauche immer viel Munition. Und die ist gar nicht mal so günstig. So, was haben wir hier? Orion Tower. Was gibt's denn hier? Ein Fahrstuhl. Da gehen wir mal rein. Wohnungen. Ah. Habe ich denn eine Wohnung? Ich glaube nicht. Also wenn du einen Dietrich hättest, dann könntest du die Tür wahrscheinlich entsperren und hier in Wohnungen einbrechen. Aber da ist nur eine. Man kann auch stehlen. Zum Beispiel jetzt hier ist so ein rotes Viereck mit einem Pfeil und unten steht auch stehlen. Aber wenn mich jetzt keiner sieht, dann könnte ich die Flasche hier quasi mopsen. Ist hier eine Kamera? Keine Kamera. Ich weiß nicht, ob der Roboter aufpasst. Sanitär Minibot. Was haben wir denn hier noch? Hier liegen Credits rum. Credit Stick. Nehmen. Die kann ich jetzt nehmen und das ist kein Stehlen. Zack. Zack. Und zack. Ja, das waren jetzt über 300 Credits. Superfood Pastenkit. Generiert 5 Gesundheit. Zack. Jetzt ist der Roboter weg. Jetzt klauen wir die Flasche. Bam. Jetzt habe ich Diebesgut in meinem Inventar. Lustig. So, du kannst auch hier einfach so Leute anquatschen. Aus dem Unterdeck kommt nichts Gutes. Och jo, wer weiß. Ah, jetzt wird's auch hell. Was haben wir hier? Informationen zu New Atlantis. Oh, da hat mich ein NPC weggeschoben. Du bist aber neugierig. Hallo. Kann gerade nicht. Ah, jetzt hör mal auf. Bin ziemlich beschäftigt. Ja, ja. Okay. Also hier kann... Oh, Unternehmensverzeichnis. Das ist auch interessant. Hier sieht man auch, wo die Sachen sind. Das ist doch schon mal ganz nützlich. Also beim Weltraumhafen ist ein Gasthaus. Das ist beim Wohndistrikt. Okay. Hier steht auch zum Beispiel die Waffenhändler vom Unterdeck. Das ist hier Apex Electronics. Da kann man Waffen kaufen. Und der andere, der steht hier nicht drauf. UC Surplus ist noch im Unterdeck. Da gibt es auch noch Waffen. Da gibt es so eine Minigun. Die ist richtig gut.
So, mit Tab kommen wir hier wieder raus. Ich dachte, du hast keine Zeit. So, was gibt's denn hier noch zu entdecken? Ihr seht, wenn ich ein Geschäft betrete, bin ich in einer neuen Instanz. Jedes Mal Ladescreen. So, hier kann ich wieder stehlen. Milchtrinkpacks, Apfelstücke, kann ich alles mopsen. Wenn der mich nicht beobachtet, wenn er jetzt zum Beispiel mal rausgehen würde, sieh dich um, dann könnte ich das hier alles mopsen. Zum Beispiel die Stifte, die kann ich einfach so nehmen, das Notizbuch auch. Das stört ihn also nicht. Da würde ich widerstehen. CJ ist immer für dich da. Egal, brauchst du was? Hast aber nicht viel Zeit? Dafür bin ich da. Würde gerne sehen, was du im Angebot hast. Ich habe alles Wichtige für den Alltag. Aha. Okay, der verkauft halt solche Sachen, Lebensmittel. Eine Heilpaste. Müsst ihr halt selber wissen, ob ihr das benötigt. Ihr könnt hier auch Sachen verkaufen. Hier oben rechts seht ihr, wie viele Credits der Händler hat. Und ihr könnt jetzt quasi ihm Dinge verkaufen. Zum Beispiel Medipack. Bis das Geld hier oben von ihm aufgebraucht ist. Also bis er pleite ist quasi. Wie viel kriegt man denn dafür? 65. Das ist jetzt nicht so viel, also reich wird man damit nicht. Danke für den Besuch. Jo, ich freue mich über jeden Kunden. Das glaube ich, hier ist nicht viel los. Stell bloß nichts an, klar? Ich beobachte dich. Und zwar nonstop, von früh bis spät, rund um die Uhr. 7 Tage die Woche. Ich esse nicht und schlafe nicht. Du gehörst mir. Ich habe auch eine Waffe. Nur mal so als Erinnerung. Ah, hier geht's wieder in den Fahrstuhl. Jetzt gucken wir mal, was hier oben ist. Auch Wohnungen. Ach, ich hätte die Hehlerware, die Flasche Wein, die ich geklaut habe, die konnte ich bei dem Händler jetzt nicht verkaufen. Es gibt aber in der Unterwelt einen Händler, wo du Hehlerware verkaufen kannst. Wir können ja da mal hingehen, zeige ich euch den mal eben. Ihr müsst quasi, um in die Unterwelt zu kommen, nach einem Fahrstuhl suchen, der runterfährt. Alles okay? Wir sind hier, um zu helfen. So, was gibt es hier? Definitiv besser als der letzte Interceptor. Aber warum haben Sie Händler neu besetzt? Die Schauspielerin war doch super. Sie hat abgelehnt. Wollte lieber bei einer Shakespeare-Verfilmung mitmachen. Ich glaube, King Lear? Mir reicht es mit all diesen Shakespeare-Verfilmungen. Kinkades Lear übertrifft doch eh niemand, oder? Hä? Erstaunlich, dass du davon Ahnung hast. Ja, wieder so ein kleines Gespräch am Rande. Sind hier auch Wohnungen? Penthouse, Mercury Tower. Zugang zur Ebene eingeschränkt. Also hier kann ich jetzt nicht einfach so rein. Hier gibt es wieder was zu futtern, wie es aussieht. Alles in Würfelform, okay. Das wäre jetzt wieder stehlen.
Wenn er nicht so aufpassen würde, könnten wir das jetzt hier mopsen. So. Schauen wir mal weiter. Pioneer Tower. Familienwohnung. Ja, mit irgendwas müssen sie die Stadt ja füllen, ne? Ah, hier gibt's noch so eine Bar. Habt ihr bei euch im Eingangsbereich auch so eine Lobby und so eine Bar? Das Problem mit der Firma ist, dass man ständig in einer Rolle sein muss. Man ist die ganze Zeit nur am Schauspielern. Tja, was will man machen? Das war aber ein kurzes Gespräch, okay? Hier sind wir am Bahnhof im Wohndistrikt. Also wenn du jetzt mit der Bahn fährst, zum Beispiel zum Mess-District, dann ist das jetzt auch nicht so wie bei Star Citizen, sondern kommt eine Videosequenz. Bei Star Citizen fährst du mit der Bahn ja wirklich von A nach B. Und du kannst in der Bahn auch die ganze Zeit rumlaufen während der Fahrt. Wenn du hier im Mess District angekommen bist, dann gehst du einfach hier nach rechts aus der Bahn raus. Hier hinten ist ein Fahrstuhl und der führt direkt in die Unterwelt. Der sieht auch schon ein bisschen schäbig aus innen und hier steht Unterdeck. Und dann sind wir weg im Unterdeck. Und hier sieht das dann auch nicht mehr so toll aus. Hier kannst du auch teilweise Türen aufmachen und irgendwo hinlatschen. Aber im Endeffekt ist das hier unten jetzt nicht so groß, wie man vielleicht denkt. Hier gibt es auch eine Medbay. Wir können mal gucken, ob der Arzt hier günstiger ist als oben. 400 wollten die ja oben. Ich habe nur begrenzte Ressourcen, versuche aber niemanden wegzuschicken, der nicht in Credits schwimmt. Aha, danke. Wir geben hier unser Bestes. Mehr kann man. Okay, lass mich mal sehen. Jetzt schauen wir mal, wie viel. Ich habe schon viel Schlimmeres gesehen. Ja, das kriegen wir definitiv hin. 400, also genau das Gleiche. Danke. Also gut, das war dann wohl nichts. Nee. Also günstiger kommt man hier unten auch nicht weg. Und ihr geht dann einfach hier gerade durch. Da ist hier einmal dieses Apex Electronics. Der verkauft Waffen und das ist mehr so ein zwielichtiger Händler. Und wenn ihr hier geradeaus weitergeht, also da hinten ist der Fahrstuhl, und wenn ihr geradeaus hier durchgeht, ist links dieses UC Surplus. Und hier gibt es dann etwas bessere Waffen. Hier könnt ihr auch stehlen, wenn ihr wollt. Zum Beispiel, wenn ich mich jetzt hier hinter dieser Box verstecke, dann könnte ich jetzt aufmachen und die Waffe da drin stehlen. Aber er ist jetzt schon aufgestanden. Ich habe also zu lange gewartet. Ich kann aber hier nach hinten gehen. Tageslicht wird völlig überbewertet. Ja, das glaube ich. Ich komme prima ohne klar. So, jetzt mache ich die Tür zu. Jetzt kann ich hier hinten mopsen, weil keiner da ist. Sieht auch keiner, zum Beispiel hier, Koffer aufmachen, nichts drin, schade. So, was haben wir hier? Aha, eine Waffe. Zack, gemopst. Zack. Auch gemopst. Wumm. Jetzt mache ich mir hier die Tasche voll und das verkaufe ich gleich. Und, ach, der war leer. Was haben wir hier? Munition. Munition kann man sowieso immer gebrauchen. Hier ist sogar ein Safe. Wenn ich jetzt Dietrich hier hätte, könnte ich den öffnen. Aber ihr seht schon, da steht Meister. Da musst du schon ein bisschen Übung haben. So, was haben wir hier noch? Kaffeepackung nehmen wir auch mit. Messer ist immer gut. So.
Er hat es nicht gesehen. Sonst würde er sagen, hier, ich rufe die Security, was soll das? So, wenn ich jetzt die gute Waffe stehlen möchte, muss ich mich ein bisschen beeilen. Ne? Machst du einfach so. Zack, zack, zack. Minigun gestohlen. Und er hat es nicht gesehen, weil ich hinter dem Koffer war. Jetzt gehe ich einfach raus. Dann machen wir das. Ich besorge die Tickets. Sieh zu, dass du auch Zeit hast. Jetzt könnte ich hier hinten zu Trade Authority gehen. Und da ist eine Frau. Die Leute lästern gern über die Varun-Fanatiker, weil sie eine Schlange. Und die kauft alles. Willkommen bei der Handelsaufsicht. Ja, wenn die du ist korrupt. Aus aufrichtigen Gründen hier bist, helfe ich dir sehr gerne. Bist du aber unter falschem Vorwand hier, zum Beispiel von Miss Zeng vom UC-Vertriebszentrum geschickt, dann wirst du hier nichts Illegales zu berichten finden. Und dann bitte ich dich, sie aufzufordern, diese albernen Spielchen zu beenden. Also, was darf's sein? Eine seltsame Art, sich vorzustellen. Mag sein. Doch ich bin überzeugt von meinem Geschäft und lasse mich nicht einschüchtern. Bitte, lass es mich wissen, wenn ich dir helfen kann. Ich würde gerne sehen, was du im Angebot hast. Gerne doch. So, jetzt kann ich hier auf Q drücken. Und jetzt kann ich hier die Waffe, die ich gemobst habe, verkaufen. Und wie viel bekomme ich dafür? Wo steht denn das? Der Wert, 175. Das ist ja gar nichts. Die ist viel wert. Die kostet schon 1689. Kann ich ihr die Flasche Wein verkaufen? Ressourcen. Wo könnte die drin sein? Sonstiges? Messer. Messer, was kriege ich denn für so ein Messer? 4. Zack, jetzt habe ich ihr das Messer verkauft. Ressourcen. Eine Packung Kaffee. 20. Verkaufen wir ihr. Hilfe. Ah, hier ist die. Jetzt kann ich ihr hier die ganze Hehlerware andrehen und bin dann wieder clean. Zum Beispiel die Waffe. Zack, verkauft. Mikrogun. Gerade gemobst. Zack, verkauft. Ich bin mal gespannt, ob ich die Mikrowaffe, also die Minigun meine ich, ob ich die nochmal klauen kann. Ob die quasi in der Box wieder spawnt. Dann könnte man theoretisch die mobsen und wieder verkaufen. Die Handelsaufsicht dankt dir für deinen Besuch. Ja, bitte. Gehen wir mal gucken. Könnte für einen Kaffee grad jemand ob die Waffe wieder da ist. So, da ist der Händler. Aha. Ich habe überall Kontakte. Es ist nicht immer alles auf Lager, aber ich kann alles beschaffen. Ey, ich suche eine Minigun. Hast du nicht zufällig eine Minigun für mich? Ja, er hat jetzt keine. Vielleicht taucht die aber später wieder auf. Also hier könnt ihr auch Helme, wie ihr seht, stehlen. Aber natürlich auch kaufen. Die Minigun war übrigens richtig gut. Geschäfte gehen immer. Die du brauchst Zeug. Ich macht ordentlich Bambude. Was haben wir hier? Informationen zu New Atlantis. Das brauchen wir jetzt nicht. Hier hinten ist zum Beispiel auch eine Tür, die kannst du hacken. Wenn du die erforderlichen Skills und Computer und sowas alles hast. Wo es dann hingeht, weiß ich jetzt im Moment auch noch nicht. Nicht lustig, okay? Das war's im Prinzip hier unten im Unterdeck. Vor allem, wenn es ein blödes Wortspiel war. Danke. Wir können noch mal gucken, was hier dieser eine Händler da im Angebot hat. Apex Electronics. Keiner da. Ah doch, da ist er. Ignoriere mich einfach. Okay. Ich ruhe mich nur kurz aus. Die Tür ist verriegelt. Ach, da hinten ist der Händler. Lunge hier nicht. Ich weiß nicht, ob ich das Richtige habe. Ja, das schauen wir mal. So, was hat er denn alles? Gehen wir mal auf alles. Oh, er verkauft Dietriche. Damit könnte man dann den Safe zum Beispiel aufmachen.
Wir können ja hier ein paar Dietriche kaufen und dann versuchen, bei dem anderen Händler den Safe zu knacken. Gesamtkosten, wir kaufen alle Dietriche. Jetzt wollen wir mal schauen, ob wir bei dem anderen Händler... Pass auf dich auf! So, gehen wir einfach wieder bei ihm ins Hinterzimmer. Mach die Tür mal zu. Hier ist der Safe. Versuchen wir den mal. Dieses Schloss ist zu schwierig. Okay. Schade. Aber jetzt habe ich ein paar Dietriche. Vielleicht brauche ich die mal. Die findet ihr übrigens auch ab und zu mal. Müsst mit offenen Augen überall rumlaufen und alles untersuchen, was euch unter die Scanner kommt, sage ich mal. Ihr könnt auch hier den Scanner einschalten und dann sieht man, was man looten kann, was du mitnehmen kannst. Zum Beispiel hier. Normalerweise sollte man das dann nehmen können. Komisch. Eigentlich zeigt der Scanner Dinge an, die man nehmen kann. Es gibt ein Schlupf. Das zum Beispiel. Du wurdest beim Stehlen erwischt. Das mache ich vielleicht einfach. Klingt super. Ja, tolle Wurst. UC Security, komm zurück, sofort! Halt, im Namen des Gesetzes. Sei nicht dumm! Halt, sofort! Ich mach doch gar nichts. UC Security, halt, sofort! Kann ich das eigentlich... UC Security, du bist verhaftet. Aha, na gut. Ich lade jetzt neu, weil das war jetzt nicht geplant. Du kommst mit. Ich wünsche euch aber viel Spaß und ich hoffe, ihr habt keine Performance-Probleme. Wie gesagt, das läuft hier bei mir wunderbar, ohne DLSS oder sowas. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß in Starfield und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.